bieten Sie Ämtern, Behörden und Gerichten professionell Paroli. Sie haben die Macht dazu, die Macht des Antrags. Genau so heißt mein nagelneuer, druckfrischer Ratgeber. Die Macht des Antrags wird Ihre Erfolgsaussichten geradezu nach oben wuchten, wenn Sie Ihr gutes Recht bei den Ämtern, Behörden und Gerichten durchsetzen wollen. Denn mein Buch lüftet das Geheimnis, wie man Beamte und Co. gefügig macht, indem Sie einen konkreten Antrag stellen. Ich entschleiere für Sie das Mysterium des Antragswesens. Mit diesem einzigartigen Insiderwissen werden Sie, Ottilie oder Otto Normalbürger, diese höchst wirkungsvollen Waffen gekonnt einsetzen und Ihre Rechte durchsetzen. Was Sie dazu können müssen? Lesen und schreiben. Zudem brauchen Sie etwas Mut und Einsatzbereitschaft, um das, was Ihnen von Amts wegen zusteht, gerade dort massiv einzufordern. Denn wahrscheinlich geht es Ihnen wie den meisten Betroffenen. Unsere Ämter, Behörden und anderen bürokratischen Systeme wirken auf normale Menschen derart einschüchternd, befremdlich und übermächtig, dass sie nicht die geringste Ahnung haben, wie sie sich angesichts dieses unheimlichen Molochs richtig verhalten sollen. Und genau dieses fatale Wissensdefizit gleicht dieses einzigartige Buch aus. Es ist aus der Sicht der Bürokratieopfer geschrieben. Der oft anmaßende Blickwinkel von Beamten, Sachbearbeitern oder deren Erfüllungsgehilfen wird hier konsequent vermieden. Die Kenntnisse aus meinem brandneuen Ratgeber, die Macht des Antrags, erleben Sie zum wehrhaften bürgerlichen David, der mit dem bürokratischen Goliath innerhalb kürzester Zeit garantiert auf Augenhöhe kommuniziert. Denn von mir erfahren Sie die Kampfesregeln, die im Zusammenhang mit dem Antrag gelten. Ja, wenn Sie diese der Öffentlichkeit verborgenen Regel einsetzen und nutzen, dann wird die staatliche Obrigkeit Sie nicht mehr abwimmeln, wenn Sie Ihre gesetzlich zustehenden Rechte einfordern. Die Macht des Antrags ist Dynamit in Buchform. Es eröffnet Ihnen ungeheuer viele Möglichkeiten, ein in den Amtsstuben versandetes Verfahren in Schwung zu bringen, wenn von Behördenseite nichts passiert. Erfahren Sie, wie Sie per Antrag unserer lahmenden Bürokratie auf der Sprünge helfen können. Schließlich sollen Sie ja mit möglichst wenig Zeitverlust zu Ihrem Recht kommen. Weitere kostenlose Informationen finden Sie über die Macht des Antrags auf der erfolgsonline.de. Anders denken zahlt sich aus. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher.